Okay, probieren wir mal. Dieser Raum, das war der falsche Hinweis? Ohne Zweifel, euer Ehren. Wir haben keine Penalty bekommen. War das nicht ein Beweis, den Sie dem Gericht vorgelegt haben? Oh. Apollo! Gib doch den Umschlag, den Rahmen und den Pippi-Becher. Besteht irgendeine Verbindung? Oh, richtig. Seufz. Ich höre es schon. Es sieht so aus, als legen Sie hier falsch, Stirni. Können ich später prügeln, Apollo? Jetzt ist Zeit nachzudenken. Mach nicht schon wieder verprügelt werden. Also lagen wir doch falsch. Der falsche Hinweis, der uns von der Giftschuhe abgebracht hat, ich sag jetzt drum Mischem. Er ist der Einzige, der bei der Logik nicht zusammenpasst. Das Opfer war der falsche Hinweis? Da kann ich Ihnen nicht ganz folgen. Ich werde es erklären. Wir haben einen Umschlag, einen Rahmen und einen Becher, alle durch das Gift verbunden. Das ergibt alles einen Sinn. Was keinen Sinn ergibt, ist das Opfer selbst. Glückwunsch, ich kann Ihnen nicht mehr folgen. Der falsche Hinweis ist also nichts anderes als der Meisterfälscher selbst. Das wäre eine gute Geschichte, das stimmt. Der falsche Hinweis, Betrug, Fälschung. Ah! Ich kenne diesen Ausdruck. Das Gesicht bedeutet, ich habe eine Idee. Ja, und schon ist die Idee wieder weg. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich werde es trotzdem sagen. Was ist, wenn unser Fälscher selbst falsch ist? Wie bitte? Vor 7 Jahren roch unser Fälscher eine Falle und wich ihr aus. 7 Jahre vergehen. Dann fällt der Fälscher in dieselbe Falle und stirbt. Warum? Das möchte ich zu gern wissen. Weil der Fälscher, der starb, falsch war. Wobei wir wieder beim Thema wären. Das Opfer war falsch. Ein Fälscher roch die Falle. Ein Fälscher tappte in die Falle. Das machte 2 Fälscher. Und einer von beiden war falsch. Ach, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sie sagen also, das Opfer Drum Mischem war falsch? Nun, wenn er falsch war, wer war dann der echte Fälscher? Sie werden doch wohl nicht etwa behaupten, dass es irgendeine Verwechslung gab. Ich fürchte, Sie müssen Ihre Geschichte belegen. Herr Justus, zeigen Sie uns, wer der echte Fälscher war. Wenn Drum Mischem nicht der echte Fälscher war. Die Tochter! Ja! Vera. Dann gibt es nur eine weitere Person, die es gewesen sein könnte. Yep. Das ist doch der Mörder? Nicht Herr Mischem hat die Gemälde gefälscht, sondern die Tochter. Verstanden, euer Ehren. Fälscher Drew Mischem selbst war eine Fälschung. Der echte Fälscher war... Vera Mischem. Es kann eigentlich nur eine Erklärung geben. Der echte Fälscher, bekannt als Drew Mischem, war niemand anderes als seine einzige Tochter Vera Mischem. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Herr Justice, das wird nicht gut ausgehen, nicht mal für Sie. Fälscherin! Ziehen Sie es bitte erst einmal in Betracht, bevor Sie es komplett verwerfen. Wenn Sie die Gemälde im Studio ansehen, wird eine Tatsache sehr deutlich. Das Fälschen wurde in diesem Studio schon ziemlich lange betrieben. Der Fälscher ist vor 7 Jahren nicht in die Falle getappt. Das kann nur bedeuten, dass derjenige, der in die Falle ging, nicht der Fälscher war. Oh, das ergibt schon einen gewissen Sinn. Eine Sache noch. Im Studio des Fälschers wurden nur Fingerabdrücke von 2 Personen gefunden. Drew Mischems und Vera Mischems. Wenn wir wissen, dass Drew Mischem nicht der Fälscher war, bleibt nur noch eine Möglichkeit offen nach dem Ausscheidungsprinzip. Die Fälscherin war Vera Mischem. Nun? Jetzt kriegen wir wieder Gitarrensolo. Faszinierend. Vera Mischem, sind Sie dem Verfahren soweit gefolgt? Warum fragen wir Sie nicht selbst und schließen die Sache ab, ja? Wer sind Sie? Wer ist der Fälscher, Drew Mischem? Habe ich da einen Ausdruck in Ihrem Gesicht entdeckt?
Sie starrt Löcher in Staatsanwalt Garf ins Gesicht. Aha. Weil er sie an den alten Staatsanwalt erinnert. Aha. Vielleicht verwechselt sie ihn mit seinem Bruder. Ja. Und das heißt, wenn sie seinen Bruder kennt... Ich bin es gewöhnt, von jungen Damen angestarrt zu werden, glauben Sie mir. Aber für gewöhnlich sprechen Sie dann auch mit mir. Sagen Sie uns, waren Sie diejenige, die die Kunstwerke gefälscht hat? Also, der Fälscher Drohbischem waren also Sie? Ach, ich weiß. Das ist mal ein trauriger Smiley. Oh. Was? Das Gericht befand sich in großer Aufruhr und wollte sich nicht beruhigen. Wir mussten eine 10-minütige Unterbrechung einlegen. Was wir hier so alles erleben. Oh ja. Und ich fürchte, das wird ein langer Fall werden. Okay. Worin führt uns das hin, Apollo? In die Hölle. Das ist ja so warm. Nun, der Drumischem, der umgebracht wurde. War im Grunde nicht drum, Mischem der Fälscher. Schön, wer war er dann? Er war ein Vater. Und er war eigentlich... Macht ihre Nägel, okay? Sie haben diese Fälschung also wirklich hergestellt? Sie muss sie noch nicht immer wieder neu zeichnen. Aha. Ja, für Vater. Ich weiß, es war falsch. Können Sie uns erzählen, wie das alles kam? Mein Vater war Maler. Ich liebte das Malen seit meiner Kindheit. Eines Tages war es Vater in mir. Er sah, dass ich das Talent hatte. Hat Lin zum Herstellen von Fälschungen? Wie soll ich sagen? Stellte nicht nur Gemälde her. Abhängig vom Material konnte ich alles herstellen. Alles? Vater war so stolz und ich war so glücklich. Aber letzten Endes machte ich diese Fälschungen. Ich hatte weder gute Konstitution noch Persönlichkeit. Ich weiß nur sehr wenig von der Welt draußen vor meiner Tür. Und jetzt ist wegen mir mein Vater. Sie über diesen roten Umschlag Bescheid. Ich erinnere mich an den Umschlag. Es ist schon einige Zeit her. Sie sind dann schon in ihrer, Sie haben damals schon ihre Werke hergestellt? Ich fing schon damit an, als ich 12 war. Also war die Person, die das mit der vergifteten Briefmarke herausgefunden hat? Herr Justice, die Zeit ist um. Kommen Sie bitte in den Gerichtssaal. Gut, keine Zeit mehr. Warten Sie, Vera! Noch eine Sache, bitte! Die 3 Gemälde im Studio. Habe ich gemalt als Teil meiner Arbeit. Knick, haben Sie untersucht und herausgefunden, was sich darunter befand? Sahen die Fußskizzen unter den 3 fertiggestellten Gemälden? Verstehe. Wir verstehen es nicht. Zu erklären. Herr Justice? Ja?
Becher. Wer kennt sie? Alle beide. Ihr verstorbener Vater? Er beobachtete, sammelte Informationen. Okay, ich besorg mir jetzt Vorhänge. Toll. Alles über die Anwaltskanzlei Wright und Partner. Aber in letzter Zeit haben wir uns ja nicht um die juristischen Dinge gekümmert. Aha, wir machen Tricks, Gags zum Lachen und spielen Klavier. Nur, das sind keine wirklichen Gags. Oh, das Vater hörte, dass sie wieder juristisch tätig sind. Also, doch, als Vater hört es nicht. War er sehr erfreut. Er war heimisch. Woher soll ich das wissen? Das ist mir der Papst Vater. Anhand des Alters ist das meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich. Die Dinge sind schon kompliziert genug mit all den verschiedenen Vätern. Wir wissen, Vera, die Tochter des Opfers, war die Fälscherin. Was bedeutet das für den Fall? Ich denke, das finden wir gleich heraus. Mhm. Und warum hat ihr Nagellack ein eigenes Bild gekriegt? Wird da noch wichtig? Das Gerücht ist wieder versammelt. Vera wirkt sehr angespannt. Ist das dann der erste Fall, wo unsere Angeklagte dann auch wirklich schuldig ist? Sie nicht. Naja, zumindest nicht des Verbrechens, dem sie angeklagt ist. Ja. Sie kaut sich regelrecht die Fingernägel ab. Vielleicht erzählen sie uns zuerst einfach, wie das alles abgelaufen ist. Wie haben Sie diese Person, den Fälscher Drubenbischof, erschaffen? Wohl? Erschaffen? Na, als Alibi. Schon wieder dieses Starren. Es gab ihn Vater gar nicht? Na, Drubenbischof war ja ihr Vater, aber sie war ja eigentlich die Fälscherin. Und trotzdem hat man in der Unterwelt immer erzählt, ihr Vater wäre der Fälscher. Schon wieder dieses Starren. Sie starrt noch Löcher in seinen Kopf. Ich weiß, du kannst es nicht akzeptieren, aber er ist ein guter und sehr cool. Ja, streu doch Salz in die Wunde, Tosi. Was ist da zu akzeptieren? Als wenn ich nicht schön wäre. Na schön, kleines Fräulein, wenn Sie so gütig wären. Haben Sie diese verabscheuenswürdigen Fälschungen hergestellt? Boah. Wow. Vielleicht wollen Sie doch lieber meine Frage beantworten. Waren Sie diejenige, die das Gemälde hergestellt hat, das verblüffende Duplikat? Ja. Habe ich gemalt, ja. Da hat mich sehr dafür gelobt. Also, war sie diejenige, die die Fälschung herstellte? Trotzdem wollte sie die Wahrheit dahinter nicht preisgeben. Das Opfer war Tarnung, also ein Lockvogel. Für die ganze Welt war er der Fälscher, nicht sie. Ich habe was Schlechtes getan, nicht wahr? Trotzdem brauchen wir ein paar weitere Informationen. Zum Beispiel hierzu. Kommt er Ihnen bekannt vor, ja? Ja, wann haben Sie den aus meiner Tasche geklaut? Ja? Er lag in der Tischschublade. Na schön, Sie dürfen mit Ihrer Aussage beginnen. Erzählen Sie uns alles, was Sie über diesen Umschlag wissen. Endlich kriegst du auch wieder eine Rolle. Hallo. Ich erschuf Dinge und Vater hat sie verkauft. Der Umschlag kam nach meinem ersten Arbeit. Kein Gemälde war. Da handelte es aus. Mist. Hier hielt die Briefmarke aus dem Umschlag. Nach diesem Job zogen wir dann in das derzeitige Studio.
Du hast aber sicherlich in vielerlei Hinsicht interessant. Ich dachte, die Zeugin das bemerkt hätte. Na schön, beginnen wir mit dem Kreuzfeuer. In Ordnung, okay. Ich brauche mehr Informationen über diesen Fälscher. Diesen Drew Misham. Also diese Dinge, die sie gemacht haben, damit meinen sie Gemälde, die identisch mit anderen Gemälden sind, oder? Ähnlich, wenn sie ineinander waren, bist du zufriedener Waffen. Und ich auch. Sie sind noch ziemlich jung. Wann haben Sie mit dieser Arbeit angefangen? Als ich mein erstes Gemälde verkaufte, war ich 12 Jahre alt. Euer Ehren. Sie hatte doch keine Ahnung, dass sie etwas Verbotenes tat. Ganz ruhig, kleiner Anwalt. Sie sind nicht hier, um sie gegen den Vorwurf der Fälschung zu verteidigen. Da ist was dran. Bitte sagen Sie uns noch mehr über diesen Umschlag. Diesen Umschlag, der sehr wahrscheinlich Ihren Vater umgebracht hat. Dieser Umschlag kam nach meiner ersten Arbeit. Die kein Gemälde. Ja, und was war's dann? Angreifen, was war. Genau. Mit die kein Gemälde war, meinen Sie, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Gemälde bearbeitet haben? Aha. Aber Vater hatte etwas erkannt. Er erkannte, dass mein Talent über Gemälde hinausragt. Zum Beispiel? Beispiel ein Brief, den jemand geschrieben hat. Einen Fingerabdruck auf einem Becher. Wow, die ist echt gut. Oder eine Unterschrift auf einem Dokument. Ein Siegel auf einem Brief. Oh, klasse, ich verteile eine ausgebuffte Profikriminelle. Das weiß ich. Die 100.000 Dollar, die in diesem Brief versprochen wurden, waren der Anfang. Der Beginn eines neuen Geschäfts für Drew Misham. Eines neuen Geschäfts? Die Herstellung von Objekten, die im Kriminalverfahren verwendet werden. Beweisfälschung. Mit anderen Worten. Oh, oh. Sie wussten also nicht, wie die Dinge, die sie herstellten, verwendet wurden? Nein. Ich liebe das Nein. Ich glaube, ich verstehe. Das Fräulein lebt in einer ungewöhnlichen kleinen Welt. Können Sie uns sagen, was mit den Dokumenten in diesem Umschlag geschehen ist? Vater hat sie unterschrieben und zurückgeschickt, glaube ich. Hat er die Anweisung befolgt? Senden Sie den beigefügten Umschlag mit beigefügter Marke?